Yes Curse und ich lade jeden Tag 2 Leute auf meine Tour ein. Zum Vorbeikommen, Gästeliste, Plätze, Meet and Greet. Wenn ihr kommen wollt, dann postet unter dieses Video mit dem Hashtag Story for Story, warum ihr kommen wollt und vor allem, wen ihr mitbringen wollt, was euer Herzensmensch ist, was euch verbindet und warum ihr gemeinsam auf die Show kommen wollt. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Heute geht's um den 10. Januar, da spielen wir in Essen, in der Zeche Karl. Und ich weiß noch, wo ich das erste Mal in der Zeche Karl gespielt habe, aber das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann. Der Laden ist cool und das ist auch, war auch ein super gutes Konzert, aber was echt Eindruck bei mir hinterlassen hat, war der damalige Veranstalter. Da kamen wir nämlich rein und man hatte immer so einen Catering-Rider dabei, weil manche Leute sind Vegetarier, manche Leute essen kein Schweinefleisch und dann schreibt man das halt irgendwie so auf, ne, hey, könnt ihr dir bitte 2 vegetarische Essen machen, 1 und Schweinefleisch und so. Und dann kamen wir rein und der Veranstalter war so mega gehypt, so hey, Jungs, ich zeig euch mal was. Kommen wir rein und dann war da tatsächlich irgendwie so ein Päckchen von der echt allergünstigsten Salami, die man sich vorstellen kann. Ein Päckchen vom allergünstigsten Käse. So ganz labriges altes Toast. 2 Karaffen Leitungswasser. Und dann so, ja, das ist für die, die Fleisch essen. Das ist für die Vegetarier. Und ihr habt ja gesagt, ihr wollt Wasser, ne? Ist ja gutes Leitungswasser. Und nachher bestellen wir euch eine Pizza. Ist doch super, Jungs. Und wir so, vielen Dank. Nein. Das war, muss man dazu sagen, es ist, wenn man irgendwie einen Monat auf Tour ist und so, dann freut man sich, wenn man ein warmes Essen bekommt, vielleicht mal irgendwie einen kleinen Salat dazu oder ein bisschen Obst. Das war bei dem Veranstalter leider überhaupt nicht der Fall. Wir haben es dann doch noch irgendwie hingekriegt und dieses Mal ist ein anderer Veranstalter, auf den ich mich sehr freue. Aber das Konzert war killer. Das Konzert war richtig gut. Mein damaliger Drummer kam auch aus Essen und ein schönes Heimspiel. Und die Location ist killer. Und wenn alles genauso ist wie letztes Mal, nur das Essen so ein kleines bisschen cooler, dann wird es mega nice haben.